Hier in diesem Bereich sprechen wir jetzt, wie der Titel des Webinars das Ganze auch schon angibt, Strategiespezial Seitwärtsphasen am Forex-Markt. Mit diesen Anpassungen bleiben Sie im Spiel. Ich hatte das ja schon angekündigt. Wir haben in einigen Märkten tatsächlich weiterhin ausgedehnte Seitwärtsphasen. Wir bekommen an dieser Stelle immer wieder Signale, Handelssignale, auch in Seitwärtsphasen, die müssen wir Händler natürlich traden, wenn wir es ernst meinen im Trading. Ja, und da muss man sich natürlich irgendwo anpassen, ne? Also wenn wir auch die Portfolien oder das FX-Portfolio sehen, was der Martin und ich betreuen, wir sind jetzt hier in einer sehr, sehr langanhaltenden Seitwärtsphase. Wir fangen an, uns anzupassen. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass sich diese Seitwärtsphasen irgendwann endlich mal auflösen. Aber scheinbar tut uns der Markt hier auch noch nicht den Gefallen. In einigen Märkten passiert das schon wieder, aber es gibt halt immer wieder auch Märkte, wo das ausgedehnt ist. Das schauen wir uns mal eben ganz kurz an. Und dann möchte ich an dieser Stelle auch mal einen Ansatz zeigen, den wir hier momentan auch ins Portfolio mit einfließen lassen, was wir hier machen wollen. Das heißt, an dieser Stelle gucken wir uns mal ein bisschen Strategisches an. Zuvor der Risikohinweis bitte ich auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. So, das hätte ich damit gesagt. Damit sind wir hier natürlich in der Situation, dass wir jetzt einfach mal so ein bisschen was beleuchten zum Thema Seitwärtsphasen und auch die Frage, wo kommen denn Seitwärtsphasen überhaupt her, wie entsteht das Ganze denn, ne? Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal anschauen wollen hier an dieser Stelle, ich hatte das ja schon mal gesagt, so ein bisschen das Thema Management. Wo nehme ich denn meine Informationen her? Wie mache ich mein Research für die Währungen an dieser Stelle? Und was ich da ganz gerne mache, um so ein bisschen mal eine Richtung rauszubekommen, wo die Märkte tatsächlich hinlaufen, ist, dass ich mir mal die Futures anschaue, ne? Wir haben ja einige Währungsfutures da. Wer das Ganze machen möchte, das kann man kostenfrei ohne Probleme umsetzen auf der Seite von Finwitz. Da gibt es Futures und da kann man sich auch die Währungsfutures anschauen. Also hier einfach den Klick auf die Futures und dann hat man hier die Currencies drinnen und das sind sozusagen die Währungsfutures. US-Dollar, Euro, japanischer Yen, britisches Pfund, Kanadier-Dollar, Schweizer Franken, Australdollar und Neuseeland-Dollar. Die haben wir hier sozusagen in diesem Bereich auch mit da. Und das Ganze sehen wir hier momentan halt einfach mit am Laufen. Und wenn wir uns dieses Bild mal anschauen, lasst mich das mal ganz kurz einzeichnen hier an dieser Stelle, dann sehen wir diese entsprechenden Phasen. Das heißt, schaut euch das mal an. Was haben wir hier im US-Dollar? Wir hatten hier oben im US-Dollar eine mehr oder weniger ausgeartete Seitwärtsphase. Dann gab es einen sehr, sehr starken Schub nach unten und jetzt verharrt der Markt wieder in einer Art Seitwärtsphase. So, das gleiche Bild, nur umgekehrt, hatten wir hier im Euro. Schaut mal, da hatten wir die Seitwärtsphase unten. Dann gab es mal ganz flotten Schub nach oben. Ja, das sind so die Phasen, wo wir als Trendhändler dann sagen, okay, jetzt könnten wir tatsächlich mal eine schöne dynamische Weiterentwicklung des neuen Trends sehen. Und was haben wir jetzt momentan hier oben? Das ist wieder mal eine ganz, ganz klassische Seitwärtsphase, wo es weder oben Dynamik gibt, noch richtig Dynamik unten. Das sehen wir hier im Euro. Nächstes, was wir weitersprechen können, schaut mal hier, der Kandler. Unten Seitwärtsphase, dann gab es den Schub nach oben. Was sehen wir jetzt? Schon wieder eine Seitwärtsphase. Das ist einfach das, was wir an den Märkten immer wieder sehen. Das Einzige, was so ein bisschen eine Ausnahme gegeben hat von den reinen Charts hier an dieser Stelle, ist hier im Australdollar. Da sehen wir wirklich schön. Wir haben hier, da können wir so schöne Treppe nach oben machen, das Ganze in dem Weg nach oben hin mit am Laufen. Das heißt, dieses Währungspaar ist durchaus interessant. Da habe ich beispielsweise auf der Uhr auch das Währungspaar Australdollar-Kanadier-Dollar. Das könnte sich durchaus schön nach oben entwickeln. Aber was sehen wir hier momentan im Australdollar-Kanadier-Dollar? Hier, guckt euch das mal an, auch hier haben wir momentan hier eine Seitwärtsphase, wo wir hin und her pingen, ne? Das sehen wir hier. Wenn wir uns den japanischen Yen mal anschauen, da sehen wir auch ein sehr, sehr weites Hin- und Herspringen. Das haben wir ja vorhin auch im Währungspaar gesehen, im japanischen Yen im Zusammenhang mit dem US-Dollar. Da sind wir auch in einer großen Range drinnen. Hier im britischen Pfund, da sehen wir es auch, wenn ich das mal ganz kurz hier alle Zeichnungen mal kurz rausnehme. Da sehen wir auch, wir haben hier auch tatsächlich eine Seitwärtsphase, die wir hier drinnen haben. Die läuft hier schon eine ganze Weile, wenn man sich das mal kurz anschauen will. Kurz wieder das Zeichentool anmachen. Hier an dieser Stelle schaut es hier oben der Deckel, unten der Deckel. Aber
Wir sehen es untergeordnet, hier trendet es jetzt. Ja? Also das ist schon wieder das, wo man sehen kann, da kann der Markt durchaus ein bisschen rumdrehen. Und das sind dann so die punktuellen Sachen, wo man tatsächlich auch einen Trendtrade wagen kann in diese Richtung. Haben wir heute auch gesehen im Währungspaar Euro-Britischer Pfund, was wir hier auf der Oberseite sozusagen beleuchten wollen. Und wenn sozusagen das britische Pfund leichter wird, da mache ich jetzt nochmal ganz kurz die Waage. Ne? Hier haben wir sozusagen das britische Pfund liegen, hier haben wir den Euro liegen. Und wenn der britische Pfund leichter wird, ja, was passiert dann? Der Euro drückt das Ganze nach unten und die Chartseite beleuchtet sich neu. Das heißt, in dem Moment, wenn wir hier sozusagen, ich sag mal hier, den Euro liegen haben auf der Waage und hier drüben auf der anderen Seite das britische Pfund an dieser Stelle, ja, wenn das plötzlich sozusagen schwächer wird, was passiert dann? Die Waagschale geht hier nach unten, der Euro, der geht hier entsprechend nach oben und das ist das, was wir dann im Chart sehen, dass das Währungspaar sich entsprechend nach oben bewegt und dass wir dann den Weg hier auf der Oberseite entsprechend sehen. Das muss man ein bisschen betrachten bei den Futures, die sind teilweise genau umgekehrt, nur wenn sozusagen der Pfund schwächer wird, das zeige ich gleich mal noch im Chart am besten. Dann sehen wir das relativ schnell auch an den Bewegungen in den Charts. Und das sehen wir dann hier, wenn ich noch mal ganz kurz reingehen möchte oder reingehen kann in das Währungspaar Euro-Britischer Pfund. Dann sehen wir hier an dieser Stelle genau das Gebilde, was ich gesagt hatte: Euro-Britischer Pfund. Also das Ganze hier an dieser Stelle, wenn wir da den Bruch nach unten sehen, auf Tagesbasis können wir das auch sehr, sehr schön sehen. Und wir hier zum Beispiel sagen, okay, wenn der Pfund entsprechend sinkt und der Euro nach oben steigt, wohin bewegt sich das Ganze? Wir kriegen dann den Schub einfach nach oben hin. Und das ist das, was wir nach oben dann sehen, die Steigerung. Und das wären dann hier die entsprechenden Abprallszenarien, das Ganze. Also wenn der Pfund schwächer wird, dann bekommen wir halt für den Euro mehr Pfund und das Ganze geht nach oben. So kann man das Ganze umsetzen. So, jetzt stellt sich allerdings natürlich die Frage, wie ich das gerade auch angezeigt habe, was machen wir denn jetzt mit Seitwärtsphasen? Was können wir in Seitwärtsphasen sehr, sehr schön entsprechend eruieren? Und wir können in Seitwärtsphasen das eruieren, was ich hier morgens auch immer mal sozusagen zeige. Das sind die Extreme. Das heißt, die Range-Oberseiten und die Range-Unterseiten. Und das sind die Marker, wo man sich bei weiter fortlaufenden Seitwärtsphasen durchaus mal auf die Reihe legen kann und sagen kann, gut, dann schauen wir doch einfach mal an Widerständen oder Unterstützungen, was der Markt hier macht. Und wenn die Schwankungsbreiten breit genug sind, dann haben wir durchaus die gute Chance, hier an dieser Stelle den Weg nach unten zu begleiten und dann irgendwo von einem Hoch sowas hier zu sehen, wie wir es auch im Tageschart beim britischen Pfund sehen. Schöner Abwärtstrend. Hier kam gestern die Umkehrkerze und das schaut halt so aus, wenn die bestätigt wird, dass wir durchaus hier die Fortsetzung des Abwärtstrends im Pfund Future sehen können und das befeuert dann natürlich auch die Richtung, die wir gesehen haben. Und das sind so Marker, wo man sich gut auf die Lauer legen kann, wo ich das Ganze sozusagen in die Trading-Ideen mit einbringe. Der ein oder andere, der hier mir schon etwas länger über die Schultern schaut, der wird halt auch wissen, dass ich meine Handelsvorbereitung nicht mit einem Metatrader mache. Das dauert mir persönlich viel, viel zu lange und ist mir viel zu, sag ich mal, aufwendig. Ich arbeite hier mit anderen Maßnahmen an dieser Stelle, wo ich einfach sagen kann, okay, mich unterstützt hier eine Software. Das ist in dem Falle hier der Agena Trader, wo ich sehr, sehr schön die Handelsvorbereitung auch machen kann an dieser Stelle. Und was ich hier halt einfach habe, ist, ich will das nur mal ganz kurz zeigen, was hier passiert. Ich habe hier sozusagen meine Signalgebung an dieser Stelle, wo ich hier an diesem Punkt einfach hier drüben diese Tabelle habe an diesem Punkt und wo wir in der Tabelle einfach die Handelssignale sehen können, ne? Also hier muss ich nicht viel Arbeit leisten im langfristigen Durchsuchen von den Charts, sondern ich kann mich hier einfach auf die Lauer legen und sagen, okay, wo wird mir denn jetzt ein Handelssignal angezeigt und was ich hier an dieser Stelle halt auch sehr, sehr schön und sehr, sehr flott sehe, ist zum Beispiel, ich hatte das ja gerade angesprochen, im Währungspaar Australdollar, kanadischer Dollar. Wenn wir uns das mal noch mal ganz kurz hier sozusagen auf die Agenda nehmen wollen, den Chart hier vom Australdollar-Kanadier-Dollar.
Quatsch, vom Austral Dollar Future, hier in dieser Situation, wo wir oben so leicht den Deckel drauf haben, hier an diesem Punkt. Wenn der natürlich nach oben wegfliegt, ja, dann haben wir schön hier die Trendfortsetzung. Dann heißt, dann kommen wir aus der Korrektur oben rein und dann haben wir oben den Anlaufpunkt bei 0,70 hier im Future. Das heißt, da könnten wir durchaus die Stärke entsprechend auch wieder sehen an dieser Stelle, wo wir dann auch sehen, dass sich Trends entsprechend auch mit fortsetzen können, ne? Und wenn wir das mal so sehen, wie wir hier das Ganze auch sehen, das Bild im Australdollar, Kanadollar, das sieht ja fast genauso aus wie der Future. Jetzt müssen wir einfach nur mal sehen, wo hängt denn jetzt dieses Bild hier oben drinnen? Und wir hängen sozusagen hier, wartet, ich schalte mal ganz kurz um auf die Woche. Auf der Woche sehen wir dann sozusagen relativ gut, wo wir da drinnen hängen. Das heißt, hier oben ist so ein bisschen der Deckel momentan drauf, um die 0,94, 4, 0,94, 5 hier oben. Das ist dieser Bereich, wo wir rangehen. Aber wenn wir da drüber gehen, haben wir sozusagen deutlich Potenzial zur Oberseite rein. Aber momentan, wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis mal anschauen, kleben wir sozusagen an einem Widerstandslevel. Und das ist so der Punkt. Da oben ist jetzt ein Widerstand. Und ein Widerstand ist nun mal prägnant dazu in der Lage, dass die Kurse doch deutlich nach unten abprallen können. Und da sehen wir halt hier in diesem Tageschart sehr, sehr schön. Wartet mal, ich mache mal kurz den Hintergrund ein bisschen andersfarbig. Die Frage ist halt nur, ob das besser erkennbar ist. Ich schalte mal kurz auf den Webinar. Ich mache nur die Hintergrundfarbe etwas anders, etwas in Grau sozusagen, damit man es besser sehen kann. Hintergrundfarbe, so. Ich glaube, hier sieht man es dann ein bisschen besser in dem Chart-Layout, in den Kerzen. Also schaut, hier oben Widerstand, hier unten Unterstützung. Das ist so ein typischer Spannungsbereich, so ein typischer Schwankungsbereich, wie man ihn sozusagen immer wieder sieht. Und wenn wir jetzt tatsächlich hier oben raus Abprallszenarien bekommen, das wäre sozusagen das klassische Signal für das Range Trading, für die kurzfristigen Trader, die sich dann sagen, gut, dann gehe ich hier oben am Widerstand kurzfristig Short Richtung des Tiefs hier unten. Das sind so Ansätze, die man da durchaus raussuchen kann und auch rausfiltern kann, ne? Und das ist der Punkt, wo wir in den kleineren Einheiten sozusagen dann auch schauen können, wie kann sich das Ganze denn schön nach oben fortsetzen bzw. durchbringen. Und da möchte ich einfach jetzt mal kurz an dieser Stelle praktisch das rangehen, was ich hier zum Beispiel umgesetzt habe in einem Handelssignal im Währungspaar US-Dollar, mexikanischer Peso. Da gehe ich mal ganz kurz auf den Tageschart ein. Schaut euch das Ganze mal an, was hier passiert ist. Schaut mal, hier, das ist der Tageschart entsprechend. Der Tageschart ist, wir sehen es, schön abwärts gerichtet. Hier, das ist mal der Trend hier, schön nach unten, schön ein abwärts gerichteter Trend. Was wir hier zwischendrin hatten, das hier an dieser Stelle, hier mal kurz klein in grün eingezeichnet, der korrektive Gegentrend. Und dann halt wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, auch an dieser Stelle, hier oben ist sozusagen der Widerstandsbereich oben in diesem Drehkreuz rum. Wir haben hier an dieser Stelle, schaut mal hier, da kam das Umkehrsignal auch auf Tagesbasis und die Verortung hier in diesem Widerstandsband. Und das hat dann sozusagen gesagt, okay, wir schwanken hier in einem gewissen Bereich, sind hier schön auch reingelaufen und schaut mal, hier oben hat man auch einen Schwankungsbereich gehabt und der wurde dann schön nach unten aufgelöst. Und das kann man dann ganz schön raussuchen, wenn man hier so einen Schwankungsbereich hat, wie wir es hier gesehen haben, sozusagen oben zwischen 23, 25 und hier unten, wo sozusagen immer wieder der Kaufbereich reinkam bei 22, 94, das Ganze dann umzusetzen. Und da sehen wir es hier sehr, sehr schön. Schaut, da kam das Umkehrsignal auf Tagesbasis und hier dann sozusagen oben der Abprall aus diesem Widerstandslevel raus und dann hat sich hier untergeordnet der Abwärtstrend gebildet und in der Korrektur des Abwärtstrends sozusagen kam dann das Handelssignal in der untergeordneten Zeiteinheit und das kann man dann schön suchen, um nach unten rauszugehen und das Ganze vorzubringen. Hier entsprechend dann das Ganze auch mit drei Handelszielen zu sehen, wo ich dann auch markttechnisch immer suche, wo können denn hier gute Situationen kommen. Wir sehen, der Markt zieht sich schön nach unten fort. Wir konnten das Initialrisiko auch schon schön von oben eine Stufe nach unten nachziehen und dem Markt nach unten Platz geben. Das erste Take-Profit-Level ist sozusagen erreicht. Wir sind auf dem Weg zum zweiten und das dritte haben wir dann auch mit da. Und das ist so die Phase, die man hier gut nehmen kann. Und ein zweites Beispiel,
Was wir heute beispielsweise besprochen hatten im Währungspaar US-Dollar-japanischen Yen. Wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen, hier gehe ich nochmal eben für die genauere Analyse mal ran an das, was wir hier momentan haben, diesen Schwungbereich, den ich auch gesagt hatte, hier, wo wir auch zwischenklemmen. Oben ist ein Deckel drauf, hier im kleineren Bereich, unten ist ein Boden drinnen. Und hier sehen wir es halt, hier, wenn wir diese Phase mal nehmen, 107,6, 107,7, da sind wir kurz drüber gelaufen und dann kam entsprechend der Abprall. Und das ist die Phase, die wir jetzt hier auch sehen. Schaut mal, auf Tagesbasis haben wir schon das Umkehrsignal da. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, dass wir unten reinlaufen. Und da können wir jetzt schon sagen, wie kann es denn weitergehen, ne? Und wir sehen es ja hier auch, es bildet sich gerade hier sozusagen in der Entstehung eines Abwärtstrends das ganze Umkehrmuster aus. Ne? Hier sehen wir auch schön die Signallage. Hier mehren sich sozusagen die Umkehrformationen. Und wenn wir hier tatsächlich rauslaufen, dann haben wir ein schönes Signalabprall vom Widerstandslevel, was wir hier oben drinnen liegen haben, nach unten hin. Und da haben wir dann auch wieder schöne Anlaufpunkte für die Zielplanung, wo wir uns schön orientieren können. Auch hier wieder drei Anlaufpunkte, drei Zielplanungen unten rein sozusagen. Sagen hier an den Swing los, diese Marker, das kann man dann wirklich sehr, sehr schön planen und ganz grob auch mal an dieser Stelle die Orientierung der Absicherung, die machen wir dann natürlich oben schön über dem Widerstandsbereich. Das sind die Marker, die wir haben und das sind so die Dinge, wo man sich so ein bisschen auf die Lauer legen kann, wie es hier weitergehen kann an dieser Stelle und da suche ich halt momentan wirklich ganz klar an den Widerstandsleveln. Zum Thema Positionsmanagement hatte ich ja beim letzten Mal so ein bisschen was gesagt, wo ich einfach sage, okay, da muss man das Risiko ganz einfach ein bisschen fahren, die Positionen ein bisschen anders gestalten in diesen Seitwärtsphasen, solange wie die sich nicht auflösen. Wenn die sich dann irgendwann mal auflösen, dann haben wir wieder schöne Trends am Laufen, aber solange wie das nicht passiert, ja, haben wir halt dieses Hickhack hin und her, hier Deckel oben, Boden unten und schaut, hier ging es ganz kurz ein Stück nach oben, hier mal übertrieben nach oben, dann direkt wieder runter, also nichts mit Umkehrsignalen für die Long-Geschichte, wieder direkt runter, unten, dann kam aber unten nicht wirklich viel Dynamik raus, sondern jetzt laufen wir schon wieder oben rein und jetzt dreht es oben rum. Das ist so das typische Verhalten in diesen Phasen, in diesen, sag ich mal, Seitwärtsphasen, was man da hat. Und da muss man sich ein bisschen anders aufstellen. Und wie schon gesagt, hier mal so ein bisschen ein Indiz dazu, wie das Ganze entsprechend funktionieren kann. Jo, ich hoffe, es war ein bisschen interessant, diese Seite auch mal so ein bisschen zu beleuchten. Auch das Thema Trade Management, Risikomanagement und Signalsuche an dieser Stelle. Ich sage an diesem Punkt danke für das Zuschauen. Wünsche allen einen erfolgreichen Trading-Tag, ein sehr, sehr entspanntes Wochenende. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir Montag wieder reinschauen in die tickenden Märkte. Das Research am Sonntag veröffentliche ich natürlich wieder vorher und sage jetzt an dieser Stelle Tschüss. Und bis Montag und auch ganz lieben Dank für die Wochenendgrüße. Das ist eine feine Geschichte. Also, danke für die Woche und bis Montag. Tschüss.